und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute bin ich mit dem Kleinen im Urlaub, ein paar Tage Gardasee, auf Camping La Quercia. Und das ist ein mega toller Campingplatz, auf dem ich schon immer als Kind war. Ich zeige Ihnen euch jetzt mal eine Runde, was hier alles so besonders ist. Also, hier ist auf jeden Fall schon mal unser Stellplatz. Ich zeige euch auch im Zeitraffer, wie wir uns aufgestellt haben. Und ansonsten gibt es hier aber noch einiges mehr zu erleben. Genau, wie erwähnt, zeige ich euch jetzt schon mal im Zeitraffer, wie wir uns aufstellen. Das ist echt ganz witzig, weil der Kleine ist jetzt ziemlich genau 2¾ vom Alter her und will natürlich alles ganz genau mitmachen. Im Moment regnet es, also wundert euch nicht, wenn es ein bisschen auf den Bus trommelt und der Kleine schläft gerade. So, also hier seht ihr erstmal die Markise rausziehen. Dann habe ich so ein Van Gogh Hexaway, heißt das. Das ist so ein Pavillon, den man aufpumpen kann. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mir sowas mal zulege. Aber gerade wenn man alleine versucht, so ein Pavillon aufzustellen, ist es mega gut, weil mit dem Gestänge geht es fast nicht. Da braucht man einen zweiten, der das hält. Aber zum Aufpumpen geht es. Ihr werdet es gleich sehen, es ist nicht ganz so easy, weil man muss manchmal so ein bisschen entknoten. Das geht zu zweit natürlich auch leichter, aber es geht auch alleine. Und das ist halt echt mega, mega cool und ein riesiger Vorteil im Vergleich zu den anderen mit Gestänge. Zumindest für mich. Und der Aufbau geht übrigens echt relativ schnell. Also ja, sieht jetzt vielleicht nicht so aus, aber ist doch innerhalb von ein paar Minuten fertig. Also sagen wir innerhalb von 1,5–2 Stunden ist komplett einfach alles aufgebaut. Auch innen das Bettchen, der Bus gerade aufgestellt auf die Fahrglötze, also auf die, ja, diese Klötzchen eben. Und auch mit Teppich, mit Tisch und Stühlen, mit allem drum und dran, was man halt so brauchen kann. Irgendwie macht es auch Spaß, sich aufzustellen. Aufbauen macht mir übrigens immer mehr Spaß wie abbauen, weil abbauen heißt natürlich auch, dass der Urlaub zu Ende ist. Ich weiß nicht, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und allen, denen der Aufbau jetzt nicht so interessiert, es kommt auch gleich noch die komplette Campingplatzvorstellung mit allem drum und dran. Sieht alles fertig aufgestellt aus. Gerade dieses Van Gogh Hexaway, das ist richtig cool, finde ich. Das kann man ja sowohl relativ offen wie auch relativ geschlossen halten. Und bietet halt nochmal super viel Platz. Das Wetter soll nicht so super beständig sein. Hoffen wir das Beste. Bis jetzt ist es super, aber wer weiß, was noch kommt. Und dann haben wir echt gut Platz. Bist du zufrieden? Ja. Haben wir gut aufgebaut? Ja. Ja? Ja, spitze. Vorne haben wir auch schon die Isoliermatten drin. Und ja, soweit ist alles fertig. So schaut es dann aus, ein bisschen wild. Aber genauso, wie man es eben braucht. Hier ist die neue Liegewiese vom Pool. Da hinten seht ihr die Wasserrutschen. Den Pool zeige ich euch aber noch getrennt. Da hinten ist Minigolf. Hier ist ein kleiner Spa mit Whirlpool. Und natürlich das Gym, also Fitnessstudio. Jetzt ist aber gerade Mittagspause, deswegen ist auch alles so leer. Hier sind zwei Tennisplätze. Von der Animation aus gibt es auch Tennis, Bogenschießen, Surfen, Kajak, Kanu am See. Und noch vieles, vieles mehr. Natürlich Mini- und Junior-Club. Da hört man es jetzt schon ein bisschen blubbern vom Whirlpool. Und jetzt zeige ich euch mal kurz den Spielplatz. Ist mit Kind natürlich auch super wichtig. Dahinter ist dann übrigens auch noch eine Boccia-Bahn. Kann man da unten hinsetzen? Da hinten hinsetzen, ja. Und hier seht ihr eben das Fitnessstudio. Ja, wir sind da? Ja. Dann geht's jetzt zum Spielen? Ja. Na dann zeig mal her. Da ist mit Wasserbereich und hier ohne Wasser zum Glück. Und hinten sind dann auch noch Schaukeln. 6 Stück. Hier ist der Pool für die Größeren. Mit 3 richtig großen Rutschen der Pool für die Größeren. Und hier ist jetzt der Pool für die Kleinen. Der ist heuer ganz neu. Also falls ihr den Campingplatz kennt und das hier noch nicht, dann wundert euch nicht. Das ist auch sehr lieb gemacht. Und alles so, dass sie eigentlich keine Schwimmflügelchen bräuchten. Aber falls sie dann doch mal rüberlaufen zum Großen, habe ich ihnen einfach die Schwimmflügelchen angezogen. Und auf der anderen Seite auch der Minigolfplatz. Schaut mal. Das ist der Minigolf. Der ist mega schön, wie ich finde. Und mein Kleiner
macht sich jetzt auf zu seiner besten Freundin. Das ist für mich der rote Weg, der war früher noch viel röter. Das ist reine Fußgängerzone. Und im Hintergrund seht ihr Vollgas den Gardasee rausschimmern. Und das ist echt der absolut beste Blick, finde ich. Ohne den Weitwinkel sieht man den See noch viel, viel besser. Und hinten noch die Berge, das ist echt mega, mega schön. Das ist der Strand. Und ja, obwohl es nur ein See ist, hat der Gardasee hier in Narzise einen natürlichen Sandstrand. Ich denke, der wird vom Campingplatz schon noch ein bisschen extra aufgeschüttet sein. Aber auch im Wasser habt ihr Sandstrand und das ist wirklich ein Highlight für den Gardasee und gerade natürlich auch wieder mit kleinen Kindern super cool, weil Steine sind zwar witzig zum Werfen, aber Sand ist halt Sand und da kann man viel, viel mehr machen. Das ist nicht mehr der Strand von La Quercia, sondern das ist, wenn man Richtung Narzise weitergeht. Nach dem Strand muss geduscht werden, dementsprechend mache ich noch einen kleinen Schwenk durch die Kinderdusche, durchs Kinderbad durch. Auch die Erwachsenenbäder sind natürlich super sauber. Und jetzt möchte ich euch auch noch ein bisschen den restlichen Platz zeigen. Also hier seht ihr wieder diesen roten Weg, die Fußgängerzone inmitten vom Campingplatz. Und auf den Seiten in beide Richtungen gibt es dann eben die Stellplätze. Da gibt es alles Mögliche von Standard bis Superior. Da kenne ich mich gerade gar nicht ganz so gut aus, aber auf jeden Fall sind alle Plätze sehr groß. Und die Superior-Plätze sind wirklich riesig, aber dann natürlich auch entsprechend ganz schön viel teurer als die normalen Plätze. Und generell ist das eben ein 4-Sterne-Campingplatz und dementsprechend nicht gerade super günstig, was die Kosten angeht. Aber für mich war das wirklich ein absolutes Highlight, immer als Kind hier sein zu dürfen und ich genieße es auch immer noch. Aber besonders als Kind ist halt, du bist mit der Animation oder auch als Jugendlicher von morgens bis abends durchgeplant und das macht einfach alles nur super viel Spaß. Ah ja, hier übrigens in den letzten Jahren sind die Bungalows wie Schwammerl aus der Erde rausgeschossen. Früher gab es fast nur Stellplätze und so ein paar Bungalows und jetzt gibt es immer mehr Bungalows und Zelte und alles Mögliche, was man eben anmieten kann, wenn man nicht mit dem eigenen Wohnmobil oder eigenem Zelt anreisen will. Ich stelle euch nachher übrigens auch noch so einen Caravan vor, um genau zu sein, den Betule. So, jetzt gehen wir mal richtig in so eine Platzreihe rein. Da seht ihr eben, wie groß so ein Stellplatz ist. Und auch was da für fette Camper draufstehen zum Teil. Natürlich gibt es auch zwei eigene Restaurants am Gelände, sowie einen Supermarkt, einen Zeitschriftenladen und ja, noch so einen Krimskramsladen natürlich, wo man alles Mögliche kriegt, was man vielleicht vergessen haben könnte. Und hier seht ihr jetzt schon wieder den See und die Promenade runter Richtung See. Und das ist noch die Campingplatz-eigene Beach Bar. Die ist allerdings auch wirklich relativ teuer, wenn auch sehr süß. Und hier kommt jetzt noch, wie versprochen, die Führung durch den, ich sag jetzt mal Bungalow oder Maxi-Caravan, wie auch immer ihr das nennen wollt. Auf jeden Fall heißen diese Dinger Betule, sind sehr neu. Ich weiß nicht, ob die von heuer oder vom letzten Jahr sind, auf jeden Fall noch wirklich super neu. Da habt ihr dann wie so einen eigenen Bereich, wo nur solche Teile stehen. Und das ist schon mal die Küche, dann eben mit Wohnbereich, mit insgesamt 5 Schlafplätzen. Hier sind 3. Auf der anderen Seite kommt dann nochmal ein Doppelbett. Hier echt relativ feudal, finde ich. Klo, Dusche, alles super modern mit coolem Licht. Und das ist eben der Wohnbereich. Ah ja, dann habe ich aufgehört zu filmen. Das ist dann schon die Abendanimation. Da haben die Kleinen natürlich auch immer super viel Spaß. Besonders diese Animation, die ist von Art & Show. Die hat mir als Kind immer am allerbesten gefallen. Die sind halt echt top motiviert, haben dann auch noch professionelle Tänzer für die Abendshows. Da wird dann heute zum Beispiel der Tanz der Vampire aufgeführt. Ein Tag davor war Tarzan und natürlich gibt es auch ganz normale Animationsabende mit Kinderspielen oder eben Männer gegen Frauen oder was auch immer da so typischerweise gemacht wird. Ja, hier seht ihr jetzt, das ist eben wie gesagt der Tanz der Vampire und da haben die ein eigenes Ballettteam und richtige Bühnenbildner und Kostümmenschen und das ist dementsprechend halt alles mega, mega gut mit Maske, mit Schminken, mit allem drum und dran. Schaut mal, jetzt seht ihr gleich nochmal, wie gut die Gesichter alleine geschminkt sind. Und das ist ja doch nur eine Campingplatz-Show, das darf man ja immer nicht vergessen. Also ich würde sagen, das kann teilweise schon mit so einem echten Musical mithalten.
Außer dass natürlich nicht echt gesungen wird. Aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, denn die tun wirklich so, als ob sie singen würden. Und wenn man es nicht wüsste, dann könnte man meinen, die singen echt. Ah ja, und hier habe ich auch noch einen kleinen Tanzausschnitt für euch festgehalten.